Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum begehrtesten Fernsehpreis in der Geschichte, der Deutsche Bundesbewegtbildpreis. Präsentiert der Deutsche Bundesbewegtbildpreis. Da ist das Ding. Also, schauen wir doch mal das Nominierungsergebnis an. Wer hat in dieser Woche gewonnen? Das war die Nominierte für den Deutschen Bundesbewegtbildpreis. TV-Liebling Maya Weber mit ihrem charismatischen Tschüss-Auge. Tschüss. 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 Gewonnen hat Maya Weber. Tschüss. Und sie ist heute hier, live und in Farbe, Maya Weber! Ich helf dir beim Anlehnen. Ich helf dir anlehnen. Hier ist sie, unsere Maya Weber. Das muss ich jetzt alles aushalten. Wir haben es extra nochmal nachvertonen lassen. Guck mal. Maya Weber. Siehst du? Das schenken wir dir hinterher noch als Klingelton. Oh, das ist schön. Es ist total schön. Maya Weber, muss ich sagen, das ist dein Preis. Du hast ihn absolut verdient für die beste Abmoderation im deutschen Fernsehen. Muss man aufstehen? Ja, sicher. Achso, der muss halt. Ja, muss der geht aufstehen. Mehr. Aha. Ist schwer. Geht's? So, jetzt. Ich kann ihn hier hinsetzen. Ja, aber nicht liegen lassen, ne? Dann nein, wir sonst das ist wir mein erster traurig. Preis. Ist er wirklich? Ja, ich habe noch nie einen gekriegt. Du hast noch keinen Preis gewonnen? Also nicht fürs Fernsehen. Jetzt mal ganz ehrlich. Fürs Malen. Fürs Malen? Grundschule ja, oder wirklich offiziell? Nee, Kunstleistungskurs. Kunstleistungskurs? Was ja. Hast du, also wirklich eine Eins dann hinterher auch? Oder wie? Ja, und es war ein Kreidebild, das hängt jetzt noch bei meiner Mutter in der Schule. Ein Kreidebild, das hängt noch bei deiner Mutter. Ja. Ein Kreidebild in der Schule, wie schön, also, so schließt sich der Kreis. Wir müssen hier einmal, also ich muss es fragen, wenn du Tschüss sagst, geht ja deine rechte Augenbraue nach oben. Sag mal Tschüss. Tschüss. Machst du das? Kannst du noch ohne die Augenbraue Tschüss sagen? Also kannst du noch normal oder musst du dann schon innerlich sagen, ich lasse unten? Versuch es mal unten zu lassen. Geht das? Ja, das geht. Aber sie ist ein Teil von mir. Das ist auch gut. Es wäre komisch, wenn die Augenbraue nicht da wäre. Das ist richtig, ja. Gut, Ernie und Bert hatten auch mal so ein Problem. Geht stimmt, auch. Mit der Karriere stimmt, ja, kann man ja das eigentlich machen. So Monobraue ist ja auch ganz doll Monobraue im Trend. Monobraue geht. So. Minions haben die eigentlich auch? Minions haben ja? Nee, die haben nur ein Auge und dann auch noch eine Braue. Ja, genau. Geht auch. Also deshalb, du bist nicht der Minion von Phoenix. Nein. Aber hast du dir das irgendwann mal überlegt? Ich brauche irgendwie sowas, wie nennen wir so eine Corporate, nee, so ein Extra. Also, ihr nennt das ja Tschüss-Auge. So ein Catchphrase. Und, ja, und ich nenne das öffentlich-rechtlich einfach Verabschiedungsaugenbraue. Das ist die Verabschiedungsaugen. Das ist aber schon fast Bild-TV, ich ehrlich gesagt, die Verabschiedungsaugenbraue, oder? Wir haben ja übrigens auch beim letzten Mal, ich hatte mir extra einen Helm gebaut, weil ich habe es mal probiert, also mein gesamtes Gesicht geht hoch und mein Ohr fällt runter, deshalb habe ich mir ja extra den Maya-Mat gebaut. Es gab ja den Maya-Mat 1, haben wir den noch? Das ist der Maya-Mat 1, wo haben wir den? Hast du den hier auf dem Bild? Können wir den mal zeigen? Und jetzt? Tschüss. Tschüss. Hier ist. Oder? So. Und es ist wie beim iPhone. Da sind wir jetzt bei 13. Und wir haben jetzt den Maya-Mat 2 gebaut. Wahnsinn. Und das ist die erweiterte Version. Vielleicht muss ich mir dann kurz einmal helfen. Weil ich meine, das ist natürlich ein Talent. Weil es steht dir sehr gut. Es steht dir unfassbar gut. Ich kann hier muss man. Das ist wie der Pizzabote, zu dem man dann guten Appetit sagt. Der Pizzabote, zu dem man guten Appetit sagt. So ungefähr ist das überhaupt nicht, aber es ist trotzdem schön, dass es. Ja, kannst du mir das mal komplett in die Augenbraue klöppeln? Aber nicht in die Pupille, das tut dann immer weh. Sind getestet, ne? Ja. PCR getestet. Ich bin alles. Ich bin genesen, getestet, hab viel getrunken. Tu dir nicht weh. Und jetzt hier habe ich sogar noch eine zweite. Tun Sie sich nicht weh. Hier machen Sie bitte noch mal. Wir wollten uns die siezen, Frau Weber. Ja, natürlich. Sag mal, hast du das extra gemacht, um irgendwann von uns einen Preis zu kriegen? Ja.
Hast du wirklich? Nein. Hast du wirklich? Aber hast du jetzt ausgesucht, damit du bekannter wirst, als du eh schon bist? Guck mal hier, pass mal auf. Jetzt können wir mal gemeinsam hier kann ich Tschüss sagen. Tschüss. 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 Nee, warte, du musst mit Tschüss sagen. Warte noch nicht. Warte noch nicht. Tschüss. Guck mal hier, jetzt sag du auch mal Tschüss. Wir sind genesen, getestet, alles. Tschüss. Auf drei. Eins, zwei, drei. Tschüss. 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 Geh nicht. Warte, jetzt kannst du auch die andere Seite. Sag auch mal, die andere Seite. Nein, ich kann nicht. Probier mal. Guck mal, siehst du? Das ist Maya, nämlich der Mayamar 2. Ich kann auch Hallo sagen. Hallo. Tschüss. Hallo. Tschüss. Oder ich mach Ui. 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 Er macht das gut. Ui. Er macht Ui. Das hervorragend. Tschüss. Oder? Ihr habt ja als. Also ich finde es super, dass. Boah, das tut unendlich weh. Ich lasse es dran. Kann ich dir helfen? Nein. Nee, es tut unendlich weh, das ist, glaube ich, aber es gibt den ganzen Serien. Nicht, dass ich hier einen Folter vor. Nee, lass euch, das ist auch gut. Du. Für ProSieben ist das genau das Richtige. Du bist jetzt zu Phoenix gewechselt. Ich bin nicht gewechselt, tatsächlich. Ich bin sozusagen weiterhin beim ZDF. Ja. Und mache da die Nachrichten, die Heute Express-Nachrichten. Sehr schön machst du das. Und bin. Also dein Verantwortungsbereich wurde vergrößert, weil ich dachte zuerst vom ZDF weg, hin zu Phoenix. Du nennst das so schön Verantwortungsbereich. Nein, aber ich habe einfach eine Sendung dazu bekommen, wo ich mit im Team bin. Und ja, das ist super. Das ist eine Stunde Sendezeit am Abend und am Nachmittag eine halbe. Ja. Ich glaube, ich toppe deine. Ja, aber da sagen wir von der Quote her noch nicht. Auf jeden Fall. Nein. Frau Weber, was mir aufgefallen ist, in deinem neuen Studio hattest du ein neues Tool. Das kennen wir. Und da hattest du, wir mussten den Ausschnitt uns noch mal angucken, da hattest du leichte Probleme ganz am Anfang. Ne? Du musst uns gleich erzählen, was es gibt. Ja, komm, wir gucken uns das einmal an, wie Frau Weber auch das wirklich glanzvoll gemeistert hat. Du musst das ausziehen, es tut unendlich weh. Ein kleines Problem, gleich geht's weiter, jetzt geht es weiter, Entschuldigung. Ganz ehrlich, zwischendurch fragt man sich, pumpst du dich gerade auf? Also hast du was verloren? Oder was machst du da unten? Ich habe da unten ein Pedal. Ja. Und dieses Pedal sorgt dafür, also so wie jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, weil auf diesen Kartons steht ja nur dein Text. Mhm. Text ist übertrieben, es stehen rot weiß also gar nicht, was ich dann sage, weil bei mir das alles im Teleprompter steht. Das ist so ein kleines Programm und das kann ich per Gaspedal mit dem Fuß bedienen. Ja, da ist ein kleines Pedal, oder ist gar nicht so klein, so groß. Und da kann ich auch vor und zurück. Und das war in der Tat meine größte Sorge, als ich bei Phoenix anfing, ob ich das hinkriege. Also wenn du mit dem Bein zitterst, kann es sein, dass der Text so... Also Peking, also Sport, Wetter. Wir sind ja beide gleich alt, deswegen kann ich das sagen. Ich bin schon ein bisschen zumindest, älter. Zumindest, wenn ich den Helm aufhab. Aber so alt bin ich dann doch nicht, dass ich zittere. Wenn ich habe das noch im Griff. Du Profi. Sie Profi, wollte ich sagen. Ja, Sie, kennst du den Klassiker? Kennen Sie den Klassiker von Jens Riva? Der hatte auch mal Probleme mit seinem Gerät. Welchen? Das haben wir mal. Können wir das mal sehen? Das ist ein Lieblingsclip. Jetzt habe ich hier, meine Damen und Herren, ein kleines Problem mit meinem Gerät. Warum erinnert mich das gerade an? Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen. Ich habe eine Geschichte zu Jens Riva. Du hast, aber ganz ehrlich, weil seitdem sagt Jens Riva nicht mehr Gerät. Da haben wir nämlich auch einen anderen Clip. Können wir den auch mal? Und dann will ich die Jens Riva-Geschichte hören. Zeig mal bitte den anderen Clip. Pardon. Ich habe Probleme mit dieser Lesemaschine. Was hast du für eine Jens Riva-Geschichte? Ich war mit ihm mal im Studio, beim NDR noch. Und da las er die Nachrichten, weil es die auch immer nur vom Band, sondern die gibt es immer nur mal zu hören und ihn nicht zu sehen, wenn die Sendung läuft. Früher war das so bei NDR Aktuell. Und dann war ich dabei, weil ich meinen Beitrag live einsprechen sollte. Also die Bilder laufen sozusagen, die werden gesendet und ich spreche dann live drüber. Ja. Und mitten in dieser Sendung, die er sprach als Nachrichtensprecher und in der mein Beitrag kommen sollte, kriegte er einen Hustenanfall. Und sagte, ich muss raus, ich bin raus, nimm du machst jetzt. Und ich glaube, das war so eine Art Initiation für mich, für die Nachrichten. War das dein Durchbruch? Also sein Hustenanfall? Nein, das war nicht mein Durchbruch, aber es war so eine Zündung. Ja, genau, so heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Das war die Initialzündung. Richtig. Du, Frau Weber, ich würde jetzt noch stundenlang mit hier steht nur der hampelnde Flo, der mir sagen will, wir müssen in die Werbung. Ich finde, es gibt keine würdigere Preisträgerin als dich. Ich wünsche dir, dass du niemals bei Bild TV moderieren musst. Okay.